Ja, hallo, guten Morgen. Eine neue Uhrzeit, ein neuer Tag für uns. Ich begrüße euch recht herzlich und ich denke mal, wir legen heute gleich los. Wir haben heute wieder einen besonderen Gast, der mitmacht, und zwar ist das der Henrik Gockel, Geschäftsführer und Gründer von Primetime Fitness, wollte heute mal ganz vorbildlich eine Runde Sport mitmachen. Natürlich ist die Saskia wieder dabei und die Saskia kann das Programm schon. Ich denke, sie macht das dem Henrik dann ein bisschen vor. Wir machen es heute so, dass wir die Übungen vorher nicht zeigen. Ich hoffe, sie sind schon einigermaßen bekannt. Ansonsten in der kurzen Pause deutet die Saskia kurz die Übungen an, was kommt, damit ihr schon wisst, auf was ihr euch vorbereiten müsst. Ja? So, dann würde ich sagen, wir legen gleich los. Die erste Übung ist ein Knee Lift, Lunge und zurück. Ihr könnt das mit und los geht's. Ihr könnt das mit Seitbiegung machen oder ohne Seitdehnung, je nachdem, wie ihr lustig seid. Versucht noch, wenn ihr hochkommt, mit auf die Fußspitze zu gehen, so habt ihr die gesamte Körperlinie einmal durchgestreckt. Okay, das Ganze immer im Wechsel. Und natürlich, je tiefer ihr im Lunge nach vorne geht, desto mehr sind die Po-Muskeln beansprucht. Schaut noch darauf, dass eure Knie- und Fußposition immer schön einer Linie entspricht, beziehungsweise drückt das Knie, das vordere Knie, wenn ihr Lunge macht, eher nach außen als nach innen. Versucht, das Knie immer eher außen zu halten. Und stopp. Wir gehen über zur nächsten Übung. Die ist einfach. Es kommt ein Thruster. Einfach ein Sprung, ein kleiner Sprung nach oben. Wer den Sprung nicht schafft, und los geht's. Wer den Sprung nicht schafft, der kann auch den Sprung weglassen und einfach nur in die Streckung und ins Knie gehen. Gut wäre, wenn ihr jetzt tatsächlich die Arme weit nach oben streckt, tatsächlich die Streckung nicht nur andeutet, sondern wirklich auch in die Streckung kommt, nach oben. Ja, wir sehen jetzt hier zwei unterschiedliche Varianten, das ist gut so. Wenn der Henrik jetzt noch mehr in die Streckung kommt und noch mehr die Po-Muskulatur anspannt, dann ist das super, genau. Ich hoffe, du hältst auch schön durch. Noch ist es ja der Anfang. Ich denke, das werden wir schaffen. Okay, jetzt kommt die nächste Übung. Das ist der Hip, der Sit-Through. Das ist das Komplizierte, ja. Gut, los geht's. Das Bein wird über Kreuz zwischen Arm und Fuß durchgesteckt und zur Seite gedreht. Ja, wenn das jetzt nicht auf Anhieb so gut klappt, nicht schlimm. Übung macht den Meister. Wir werden das jetzt die Woche jedes Mal machen. Mit jedem Mal werdet ihr sicherlich besser werden bei der Übung. Klar ist, wenn ihr das Bein zur Seite ausstreckt, also richtig in die Streckung geht mit dem Bein parallel, umso anstrengender ist es auch für die Bauchmuskulatur. Die muss nämlich kräftig arbeiten dabei. Ja, der Henrik schnauft schon. Ihr könnt es nicht hören, aber ich denke mal, seine Herzfrequenz geht jetzt gerade, na, ist okay. Sie sind beide im super guten gelben Bereich jetzt. Mein Sohn sagt mir das an. Ihr seht den Fernseher vielleicht dort mit ihrem prozentualen Herzfrequenz da drauf. Okay, stop it. Und nächste Übung ist in die ein Side Jump. Genau. Und immer auf der Seite versuchen, ein wenig zu balancieren. Und los geht's. Jump side und ein bisschen auf der Seite versuchen, die Balance zu halten.
Genau, man muss nicht unbedingt springen, sondern man kann es auch einfach im Gehen machen. Hauptsache, man balanciert auf der einen Seite. Die ganz Fitten unter euch, ich weiß nicht, wer alles dabei ist, der kann natürlich auch einen größeren Jump zur Seite machen. Und entsprechend anstrengender wird's und anstrengender wird's auch mit der Balance. Wir haben noch 20 Sekunden to go. Gebt alles. Versucht es nochmal zu intensivieren. Nochmal alles aus euch rausholen. Noch 10 Sekunden und gebt Gas. Weiter, 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 weiter. Noch der letzte und stop it. Jetzt kommen wir in die Plank. Wir brauchen dazu eine Wasserflasche oder auch nicht. Die Plank ist an sich schon anstrengend. Plank im Arme heben im Wechsel. Und wir können schon loslegen. Achtung. 3, 2, 1, let's go. Und hochheben. Wichtig dabei ist jetzt, dass wir die Po-Muskulatur ganz feste anspannen, so dass sich die Hüfte so wenig wie möglich bewegt. Ja, wer das in der flachen Plank nicht so gut kann, hebt eben den Po ein bisschen höher und versucht so gut es geht, Beine durchspannen, Fersen ziehen nach hinten, ganz feste den Po anspannen, drückt euch von den Armen weg. Auch das wird auf Dauer besser bei euch. Ja, je mehr Po-Muskulatur, je mehr Core-Muskulatur man hat bei dieser Übung, desto besser kann man sie machen. Wir haben noch 10 Sekunden. Endspurt. Noch 3, 2, 1 und Ende. Wir brauchen einen kleinen Step jetzt. Gehen oben auf den Step. Oder auch, wir machen einfach nur ohne Step einen Schritt zur Seite in den Lunge. Genau, und wir legen los. Achtung, der Countdown. 3, 2, 1, los geht's. Und seid tief. Wie gesagt, wenn wir jetzt keine Erhöhung haben, können wir das auch easy ohne Erhöhung machen. Einfach in den Squat und wieder zurück. Genau, der Henrik macht das da hinten schon ohne den Step, damit er nicht ganz so hoch mit seiner Herzfrequenz kommt, aber es ist eigentlich alles gut. 83%, das ist eher noch im unteren gelben Bereich. Ich weiß, dass der Henrik viel Cardio macht, deswegen ist er eigentlich auch super fit. Die Saskia ist... Unser Hochpulser bei 88% ist schon ein bisschen höher. Ich hoffe, ihr zu Hause habt auch den Gurt an, habt die App, eure App daneben liegen von MyZone und könnt euren Puls mitverfolgen. Ja? Und noch 2, 3, 1, Ende. Okay, wir wechseln die Seite. Ihr solltet jetzt den Po ganz gut gespürt haben auf der einen Seite. Brennt schon ordentlich, let's go. Und tief und hoch. Schön vom seitlichen Bein abdrücken. Vom unteren Bein, vom Bein, was zur Seite geht. Diese Po-Muskulatur wird gespannt. Wenn ihr oben seid, wieder gut in die Streckung. Und ihr habt noch 30 Sekunden to go. Die Hälfte ist rum. Und komm, gebt nochmal alles. Ihr müsst tief gehen. Schön tief gehen, so tief es geht. Und noch 15 Sekunden. Wichtig ist auch, wenn ihr nach oben auf den Kasten hochkommt, die Po-Streckung nicht vergessen. Ganz feste oben immer spannen. Noch 3, 2, 1, Ende. Ja, genau. Kurze Pause, jetzt kommt die nächste Session, gell? Okay, gut. Das war die erste Session. Cardio 1 war das. Und jetzt gehen wir über zu Strength 1. Genau. Ich bin immer ein bisschen verwirrt. Eben hat gerade der Paddy Baumann sich noch gemeldet, dass er mit dabei ist. Ups, warte noch einen Moment.
Paddy, hi. Und er sagt, er hätte zwei Schokoladenseiten. Wie sieht das bei euch aus? Ich erkläre es gleich nochmal, was gemeint ist mit der Schokoladenseite. Habe ich gestern war nichts, am Samstag ganz gut erklärt. Ich denke, wir starten wieder gleich los. Die erste Übung zeigt die Saskia kurz. Step Lift und Lunge nach hinten. Ja? Okay, das ist das Warm-up für Strengths 1 jetzt. Okay, los geht's. Und Achtung, 3, 2, 1, los geht's. So, mit welchem Bein habt ihr jetzt angefangen? Mit dem ihr normalerweise immer anfangen würdet, nehme ich mal an. Oder Saskia, hast du es diesmal hingekriegt, das andere Bein? Du hast auch zwei Schokoladenseiten. Oh, okay. Henrik hat sicherlich das Bein genommen, was bei ihm das stärkere ist, zum oben aufnehmen. Das ist das, was ich gestern erklärt habe. Beim zweiten Bein wird es dann wesentlich schwieriger, weil man immer mit der Schokoladenseite anfängt. Deswegen habe ich am Samstag gesagt, es ist gut, immer mal dran zu denken, welches seine Schokoladenseite ist und dann mit der anderen Seite mal anzufangen. Und wir haben noch, jetzt sehe ich wieder keine Uhr da drin, das ist komisch. Jetzt kann ich es euch leider nicht sagen, ich sage euch nur, wann es zu Ende ist. Ich weiß nicht, unsere Technik ist noch nicht so ganz gut ausgereift. Wenn man da überhaupt von Technik reden kann, was wir hier haben, wir einfach einen Laptop hingestellt und fertig ist. Okay, jetzt switchen wir die Seite. Eben entweder die Nicht-Schokoladenseite oder beide Schokoladen, wie die Saskia hat. Ja, unsere Zeit ist weg. Ich kann leider nichts dazwischen sagen jetzt, wie lange wir noch to go haben. Müssen wir sehen, dass wir das bis heute Abend schaffen, dass das endlich mal richtig gemacht wird. Okay, und ihr geht noch schön tief, hinten den Lunge, noch tief runter. Versucht auch hier auf das Knie zu achten. Beim Henrik sehe ich, dass das Knie ein bisschen nach innen geht. Schön das Knie nach außen halten, vielleicht ist es bei euch zu Hause auch so. Schön das Knie nach außen drücken, über den Fuß nach außen weg. Ja? Okay, gut. Henrik kann sich gut korrigieren, das ist sehr gut. Saskia hat das schon richtig gemacht, sehe ich jetzt leider nicht von vorne. Aber ich glaube, sie hat es auch vor dem Samstag schon gut gemacht und eben auch. Gut, okay, jetzt haben wir den Tischklimmzug. Wir haben uns hier entschieden, einmal den Tischklimmzug zu machen. Der ist sowieso recht schwer, weil man da auch ein bisschen abrutscht. Wenn die Saskia aufhört, dann rutscht sie wahrscheinlich eher ab, als dass sie nicht mehr kann. Und der Henrik hinten macht eine andere Variante. Und wir starten, ich erkläre es gleich, er geht in die Seite und macht einen Fly nach oben hoch. Ich hoffe, ihr könnt das sehen beim Henrik. Ja, genau, sonst gehe ich auch noch mal ins Bild. Da in die Seite, da in die Seite. Ja, die Saskia ist weit weg von mir. Ups, was haben wir jetzt? 3, 2, 1, jetzt geht's erst los. Okay, ihr müsst eben einfach noch mal ein bisschen länger das aushalten. Ja? Saskia, wenn es nicht mehr geht, dann machst du auch die andere Übung. Ja? Das können wir nur kurz zeigen. Wenn wir unten die Beine beim Tischklimmzug so angezogen haben, jetzt ist die Uhr wieder drin. Super, okay. Also, aber immer leider noch sehr dringend. Und Fleiß nach außen machen. Ihr habt noch 20 Sekunden zu halten. Genau, da können wir jetzt die Wasserflaschen nehmen und auf die Seite gehen. Noch 15 Sekunden, haltet es durch. Noch 10 Sekunden. Und schön nochmal alles geben, den Kopf nicht hängen lassen, schön in der Streckung. 3, 2, 1 und ihr habt das geschafft. Nehmt den gerade zurück. Nächste Übung, Saskia, kannst du schon mal zeigen? Kniebeuge, Thruster, ja. Okay, mit Arm nach oben in die Streckung, ja? Okay, und 3, 2, 1, los geht's.
Und hier ist es auch wichtig, dass ihr schön in die Streckung kommt. Schön tief gehen natürlich, aber auch schön in die Streckung. Genau, wer Hilfsmittel zu Hause hat, Wasserflaschen hat hier, glaube ich, jeder da. Der ein oder andere wird eine Hantel haben oder sogar auch ein Superband, was man sich um die Füße schnallen kann und um den Hals, sodass ihr in der Spannung mit dem Superband arbeiten kann. Das ist ein hervorragendes Hilfsmittel. Wenn ich verreise, habe ich fast immer ein Superband und ein Miniband dabei oder auch ein Tube mit Griffen. Da kann ich ganz, ganz tolle Sachen mitmachen. Auch natürlich Kabelzugübungen nachvollziehen. Wir kommen darauf noch in unserem Newsletter zu sprechen. Vielleicht überlegt sich der eine oder andere, sowas anzuschaffen und dann können wir euch einen Link geben und fertig. Nächste Übung, dann können wir euch einen Link geben, wo ihr das günstiger euch besorgen könnt. So, Ausfallschritt zur Seite. Mit Hantel, ohne Hantel, los geht's. Zur Seite. Okay, so. Saskia macht jetzt noch mal eine andere Variante. Jetzt fordert sie auch ihren Delta mit heraus. Daumen nach unten eher zeigen lassen. Daumen nach unten. Kippt die Wasserflasche aus. Jawohl. Okay. Gut, nicht zu hoch. Wenn es nicht mehr geht, Saskia, Flasche weg. Denn der Delta-Muskel ist ein kleiner Muskel, der schafft nicht so viel. Okay, denkt noch an das Tiefgehen. Der Po dürfte schon langsam ziemlich gefordert sein durch die erste Runde. Gut, und wir gehen über zur anderen Seite, gleich im Anschluss und weiter geht's. Ihr merkt vielleicht, und loslegen wir. Ihr merkt vielleicht auch, Strength ist ganz schön anspruchsvoll. Für eure Herzmuskulatur, die muss nämlich auch jetzt arbeiten. Dadurch, dass wir das zügig durchmachen, haben wir eine Kraftanstrengung und aber auch gleichzeitig eine Cardioanstrengung. Ihr seid beide jetzt im oberen gelben Bereich. Jetzt weiß ich ja nicht, was ist da Cardio, was ist da Strength? Anscheinend ist Strength doch noch ein bisschen anstrengender als Cardio oder ihr seid vorhin nicht genug gesprungen? Aber so ist es, wenn man zügig was hintereinander macht, geht auch hier die Herzfrequenz gut nach oben. Ja, bei anstrengenden Sachen, wir strengen große Muskelgruppen an. Ihr habt noch 10 Sekunden to go. Haltet das durch. Und 5, 4, 3, 2, 1 und fertig. So, jetzt brauchen wir einen Kasten. Einen Kasten oder einen stabilen Stuhl. Und jetzt kommen Dips, die auf eine Minute ausgehalten wird. Ganz schön schwierig. 3, 2, 1, los geht's. Okay, und schiebt euch schön aus der Schulter raus. Wenn ihr mit den Armen in der Streckung seid, dann gebt nochmal den Schultern einen Schub weg von den Ohren, nach unten ziehen. Perfekt, Henrik, du hast das richtig gut eben umgesetzt, was ich gesagt habe. Ich habe es gesehen. Ja? Ich hoffe, ihr zu Hause auch, dass das so gut klappt. Ja? Wenn ihr oben in der Streckung seid, schiebt ihr die Schultern weg von den Ohren. Ja, der Henrik guckt schon auf die Uhr. Das ist anstrengend. Wir haben noch 20 Sekunden to go. Also versucht 20 Sekunden, genau. Ausruhen zwischendurch ist erlaubt. Aber gebt nochmal Gas, jetzt noch 10 Sekunden. Haltet es noch durch. Versucht es. Versucht. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Yes, okay. Good. So, nächste Übung ist fast eine Ausruhübung. Für den, der gute Bauchmuskeln hat.
Ja. Okay, wir können loslegen. Ich glaube, die Übung ist so einfach. Die kann man gut nachmachen, gleich mitverfolgen. Los geht's. Die Hände versuchen, die Füße zu erreichen und das leider über eine Minute lang. Die Füße sind zu lang, das sagt nicht nur Henrik, das sagen vielleicht auch ein paar Leute bei euch zu Hause. Upsi, wie geht das? Aber ihr könnt auch die Knie ein bisschen beugen, dann kommt ihr vielleicht zu den Fußspitzen. Kleiner Trick, ja, ist auch noch besser für die Bauchmuskeln, indem die Knie ein bisschen zum Gesicht rangezogen werden, aber die Füße oben lassen. Ja, dann wird auch der untere Bauch noch mehr gefordert. Seht zu, dass ihr mit dem Hochgehen ausatmet. Ja, dass schön der Bauch nach innen gehalten wird und die Bauchdecke während der Bauchmuskelübung nicht rausgedrückt wird. So, noch, ihr habt jetzt noch 5 Sekunden. Noch einmal, komm, kräftig hoch und nochmal, kräftig hoch und geschafft. Juhu! Normalerweise würden wir High Five machen, aber wir machen Luft High Five. Okay. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dieser kleinen Session, die wir jetzt gemacht haben. Ich möchte noch mal ganz kurz sagen, haben wir noch ein bisschen Zeit? Wir haben bis 20:30 angesetzt, genau. Dass wir jetzt hier zwar Training machen, aber das Wichtige ist natürlich auch eine passende Ernährung dazu. Ihr wisst, es haben alle Leute in letzter Zeit Hamsterkäufe gemacht, aber ich habe mich gewundert, was gekauft wurde. Tiefkühlpizza, Pasta, ich weiß nicht, in der Richtung geht's so weiter, Dosen natürlich, ja. Ich hatte gar keine Probleme, irgendetwas zu essen zu bekommen, weil Gemüse war en masse vorhanden, zumindest da, wo ich hingegangen bin. Das heißt also, wenn ihr jetzt doch ein bisschen mehrheitlich zu Hause seid und ihr müsst mal ein bisschen kochen, dann macht vielleicht nicht nur die Mikrowelle an, sondern schnippelt gemeinsam ein bisschen Gemüse und brutzelt es euch in der Pfanne oder macht es euch lecker, weil der Körper wird es euch danken. Und wenn ihr hier gleichzeitig mit unserem Training eine kleine Ernährungsdiät macht, dann habt ihr ganz, ganz viel davon. Okay, 9 Uhr gibt's die nächste Sessions. Ja, danke, ciao.